Moin aus Hamburg. Ja, diese Lowlight-Funktion zaubert mir ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht, aber das ist gar nicht notwendig, denn wir sind im Tesla Model Y unterwegs und fahren jetzt zu einem V4-Charger. Da treffe ich mich mit einem guten Kumpel und alles Weitere seht ihr dann vor Ort. Herzlich willkommen hier bei Generation E. Ich bin der Frank und nehme euch jetzt mit auf einen Roadtrip durchs, naja, Roadtrip ist ein bisschen zu viel, aber durch eine Fahrt durchs abendliche Hamburg zu einem neuen, gestern eröffneten V4-Charger. Und da werde ich euch vor Ort noch ein bisschen was erzählen zum Thema Sicherheit im Tesla. Bleibt dran, bis gleich. So, wir nähern uns jetzt dem Supercharger. Der ist hier wirklich scheinbar mitten in der Stadt. Ich war, wie gesagt, noch nie da. Muss mich jetzt selber erstmal orientieren, wo wir da genau hin müssen. Wir sind mit 10 Grad Akkutemperatur losgefahren und er hat quasi ab Sekunde 1, als ich das Ziel eingegeben habe, vorkonditioniert. Und ich bin gleich mal gespannt. Wir gucken mal kurz rein, was er tatsächlich für eine Temperatur hat. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier zu diesem Supercharger kommen. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Es ist das erste Mal, dass ich einen V4 sehe. Ich habe ihn auf der Messe schon mal gesehen, auf der Immobilienmesse letztes Jahr. Da hat Tesla einem Parkhausbetreiber so ein Dummy quasi hingestellt, damit man den mal nachvollziehen kann. Und den fand ich schon ziemlich cool. Jetzt bin ich echt mal In gespannt, wie die 200 Dinger Metern rechts abbiegen auf Hansbecker Stieg, dann rechts abbiegen. In Real Life aussehen. Ich wollte eigentlich auch mit dem Kia EV6 fahren, um mal zu gucken, wie der performt. Aber da haben mir dann doch einige von abgeraten, weil der soll da ein bisschen Probleme mit haben, mit dem Supercharger laden. Das wollen wir heute Abend mal nicht ausprobieren, sondern heute wollen wir mal uns dem Supercharger widmen. So, das muss ich hier irgendwo rechts rein. Jetzt rechts abbiegen auf Hansbecker Stieg. Rechts abbiegen. Ah ja, hier geht's rein. So, und dann gucken, dass mir keine Fahrradfahrerwolle nimmt. Und dann theoretisch Jetzt rechts abbiegen. quasi, ach ja, kommt einem auch schon Tesla entgegen. Ist Jetzt immer mal ein gutes achten Sie auf Zeichen. die auf der linken Seite. So, hier ist der Rewe, Cherie, wie man hier in Hamburg sagt. Alles voller Autos. Parkplätze. So, wo ist jetzt der Supercharger? Ah, oh. Der sieht aber nice aus. Die sind aber auch hübsch. Die sind auch wirklich hübsch, die neuen Supercharger. Mal gucken. Ah, da ist ja auch mein Kumpel schon. Da werde ich mich doch da mal neben platzieren. Da ist er, da ist er. Jutti, dann mal gucken, wo ich mich dann mal nebenstelle. Ja. Ich glaube, das mal. Wir parken mal eben. So, wir sind jetzt hier am V4 angekommen und ich will euch mal ganz kurz Kühlschrank nennt hier mein Kumpel diese Dinger. Ich finde, so vom Kühlschrank haben sie tatsächlich was, aber ich finde sie trotzdem schick. Ah, du sollst doch nicht zugehen. So, dann wollen wir dich mal eben hier laden und mal schauen. Also das Kabel ist wirklich Ja, ist wirklich ordentlich lang, ne? Wie man hier sieht. Und leider nicht so gut handelbar wie die alten oder wie die V3. Und erst recht nicht mit. Erst recht geht die Klappe nicht auf, wenn man oben auf den Knopf drückt. Machen wir es mal händisch. So. Zack. Also von der Handhabung sind die V3 besser, sofort auf grün. Überwachen Sie den Ladevorgang in Ihrem Fahrzeug. Gucken, kann man das sehen? Könnt ihr das erkennen? So, jetzt. Und von der Lautstärke her geht es tatsächlich auch. Ja, ist eben ein geiles Bild, ne? Also, ich finde,
Das sieht schon schick aus. Was ich euch aber zeigen wollte, und zwar habe ich in der Tür geguckt und ich habe tatsächlich, ich gebe euch mal eben das Foto dazu rein, ich habe tatsächlich keine Entriegelung der hinteren Türen. Und jetzt gucken wir hier mal bei Philipp rein, wie das bei ihm aussieht. Grazie mille, wie die Spanier sagen. So, und hier ist, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ja, ist gut erkennbar. Hier ist so eine Gummieinlage drin, die kann man rausziehen, zack, und dann ist hier die Möglichkeit, dass eben hier packt man hinter, ich mache das mal eben, hier kann man hinterpacken und dann kann man die Tür manuell, kann die dann entriegeln. Ja, also das habe ich nicht. Und das finde ich echt ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Auch wenn das, ich habe mir noch nie einen Kopf drum gemacht und scheinbar, und hoffentlich wird es auch nie passieren. Aber wenn, dann muss ich da hinten einen Nothammer reinlegen, weil sonst ist es doof. Von wann ist dein? Anfang 23. Anfang 23 und auch Shanghai aber auch, ja, ne? Ja. Ja. Also da sieht man, dass auch immer wieder an Neuigkeiten, an Updates gearbeitet wird, dass immer wieder neue Dinge einfließen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da meine Frau mit den Kindern immer durch die Gegend fährt, hätte ich das schon ganz gerne, ehrlich gesagt. No. Jutti, also, ich habe gerade geguckt, der Wagen hat tatsächlich in den paar Kilometern die Batterie auf über 40 Grad aufgeheizt. Also Wohlfühltemperatur, könnte man sagen, auf den 14 Kilometern. Da sieht man mal, was das Batteriemanagement und hier im Tesla in der Lage ist. Oh, was hat der für Schmerzen? Was das Batteriemanagement hier in der Lage ist, innerhalb kürzester Zeit mit den Batterien zu machen. Also das, was eigentlich jedes Batterieauto können sollte, damit es optimal laden kann. Ja, sie sind schon schick, das kann man nicht anders sagen. Aber der ist auch breiter hier. Was man auch sagen muss, ist, dass die Parkplätze tatsächlich nicht immer hundertprozentig dafür sind, eben Bestandsparkplätze, muss man eben mal sagen, ne? Hier von dem Cherivé. Und da passt es eben nicht immer so 100% hier. Ich stehe nämlich über die Linie und hier Philipp steht auch über die Linie. Und von der Länge her passt es eben auch nicht. Aber ja, es ist ja nur noch genug Platz da. Und Tesla hat noch ein neues Gimmick. Man kann hier während des Ladens auch Minibagger fahren, glaube ich. Natürlich nur Spaß. Und wozu das rote Licht da oben gehört, will ich gar nicht wissen. Das ist nicht mein Metier. Juti, ich würde mal sagen, wir laden noch ein bisschen. Ja, und dann geht es wieder ab nach Hause. Jetzt habe ich heute auch mal den V4 zum ersten Mal gesehen und auch damit geladen. Und vielleicht versuche ich es das nächste Mal tatsächlich dann auch mal mit dem Kia oder eben mit dem Q4. Schauen wir mal. So, hier kann man es, glaube ich, noch mal ganz gut erkennen. Hier steht auch anschließen und laden. Also das ist im Endeffekt für Fremdlader hier der Tarif, den man auch günstiger haben kann, wenn man die Mitgliedschaft abschließt, die ja eine Monatslaufzeit hat, sage ich mal. Also so gesehen, alles schön erklärt. Ziemlich groß, ich würde mal sagen, die sind schon 1,90 Meter hoch, die Dinger. Und eben ein ganz anderes Design. So sieht's aus. Mitten in der Stadt. Also ein schöner weiterer Standort. Und ich wünsche mir ja noch was im Norden Hamburgs, da wo ich nicht eine halbe Stunde durch die Gegend gurken muss, um hier zum Supercharger zu kommen. Vielleicht kommt das ja auch noch mal. Schauen wir mal. So, wir sind ja voll nicht, aber 80%. Das wollte ich ja auch. Im Endeffekt wollte ich mich ja hier mit meinem Kumpel treffen und ein bisschen quatschen. Na, wie das nun mal auch am Supercharger ist, dann haben sich dann andere dazugestellt, sodass wir dann noch mehr gequatscht haben. Und es ist einfach eine geile Community. Klar hat man überall auch immer ein paar Spinner dabei. Aber links abbiegen auf Ernst-Kabelstieg. Jawohl. Aber es war schon sehr nett. Und das hier ist wirklich ein cooler Standort. Also ich
findet tatsächlich die V4. Jetzt rechts abbiegen auf Hohenfelder Straße. Haben so ein bisschen was Erwachsenes, sage ich mal. Also das ist so die nächste Ausbaustufe und die sind sehr stylisch und mein Kumpel nennt sie immer Kühlschränke. Ja, so sieht das aus. Auch trotz der späten Uhrzeit war da echt gut was los, also kamen doch einige. Es ist echt unglaublich. Nur weiße Tesla. Da sieht man erstmal, wie viele weiße Tesla es tatsächlich gibt. Und ja. Ja, das ist das eine. Das andere Thema, was ich noch mal anschneiden wollte, ist, ihr habt ja gesehen, es gibt im Endeffekt bei meinem, es ist gebaut worden, ich habe noch mal geguckt, August 22, also Anfang August 22. Und er hat keine Notentriegelung der hinteren Türen. Insofern werde ich da jetzt mal so ein kleines Nothämmerchen da hinten ins Auto schmeißen. Better safe than sorry, sage ich mal. Also das ist mir dann doch ein bisschen, ja, ich habe da jetzt kein Problem, weil in den anderen Tesla vorher war es auch nicht. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es so einen schweren Unfall geben wird. Aber so ein Nothämmerchen ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Na, also insofern macht das vielleicht doch Sinn, sich sowas da mal hinten reinzulegen. Ja, ja. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt mal tun. Und dann bin ich da auch safe. Es gibt auf jeden Fall bei Amazon, blende ich euch mal ein, so Klipse, die man auch nutzen kann, wenn man wenn man da eine andere, wie soll ich das sagen, eine andere Haptik haben will, um diese Türen schneller aufzubekommen, wenn man sowas braucht. Das habe ich mir mal angeschaut. Also es gibt bei Amazon und Co. auch extra so Vorrichtungen, die man da anbringen kann, sodass man im Endeffekt dort kein Thema hat. Sodass es im Endeffekt leichter zu bedienen ist, wenn man so etwas möchte. Ich finde es, ja, also muss jeder für sich selber wissen. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und letztlich sind die Fahrzeuge ja auch so zugelassen, wie sie vom Band gelaufen sind. Also das passt schon. Da sollten wir einfach mal die Kirche im Dorf lassen und daraus jetzt nicht einen rollenden Elektrosarg machen. Das ist es sicherlich nicht. Ja, also das heute mal kurzer Ausflug. Abends mal nicht irgendwie beim Bier treffen, sondern mal am V4 Supercharger, dem ersten Supercharger, an dem ich bislang gewesen bin, mit dem Kumpel treffen und über alte Zeiten schnacken. Und wir haben natürlich auch mal wieder ein bisschen in die Tesla geguckt. Ich habe ihm so ein paar Sachen gezeigt, die er so noch nicht kannte. Er fährt jetzt seit März 2023 Tesla. Und da ist es immer cool, so ein bisschen Erfahrungsaustausch zu machen. Auch mich interessiert natürlich so ein bisschen die Entwicklung. Wie gefällt ihm das ganze Thema? Ist er immer noch fasziniert von dem Fahrzeug? Und da war natürlich auch schön zu sehen, dass er weiterhin total glücklich mit dem Wagen ist und dass die ganze Familie glücklich mit dem Wagen ist. Und irgendwann werde ich ihn sicherlich auch noch mal vor die Kamera kriegen und dann mal so eine kleine Fragestunde mit ihm abhalten, weil ich finde es immer echt interessant und witzig zu hören, wie denn die Leute einzeln zu dem Thema Tesla gekommen sind. Gut. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause durch Hamburg und ja, das Problem ist eben, es ist eben auf der anderen Seite der Stadt, das heißt, ich fahre eine halbe Stunde dahin, aber für ein V4 war es mir heute wert. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und wir sehen uns bald wieder in einem meiner nächsten Videos. Deswegen sage ich jetzt hier mal Tschüss. Bis bald, euer Frank vom Kanal Generation E.